So, das ist Ramses und das ist Pupsi, die gerade einen Kasten Bier geholt hat. Und damit das Bier nicht warm wird, hat sie hier das schöne Sonnensegel drauf gemacht. Das finde ich gut, dass du da mitdenkst. So. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist Raid Boss Wechsel, es ist 10 Uhr, also eigentlich ist schon nach 11 Uhr. Aber es ist Raid Boss Wechsel, Heatran ist fort. Ich hab's wieder mal geschafft und jetzt kommen die drei Kando-Vögel, Arktos, Zapdos, Lavados in die Raids. Wir werden den ersten Community-Raid machen, den ersten Raid, der nach 11 Uhr aufgeht. Und ich weiß natürlich nicht, was drin ist und das ist auch wieder das Problem, was du hast, wenn mehrere Bosse in den Fünfern sind. Ihr könnt euch nicht genau absprechen. Der eine braucht den, der andere braucht den, der nächste braucht den. Jetzt sagen alle, da ist ein Raid, machst du mit, weiß ich doch nicht, was drin ist. Dann gehen sie hin und dann gehen die anderen wieder, weil sie sagen, ach nee, den brauche ich ja doch nicht. Das ist Niantic, danke dafür. Wir laufen jetzt erstmal zum Raid, dann zeige ich euch die Konda-Liste. Dann sage ich danke an Kaiser Kai. Warum, das zeige ich euch auch gleich. Pupsi, nicht ein Bier rausnehmen, erst wenn wir an der Arena sind. Versteht ihr? Nee, gut. So, das ist nicht die Arena. Das ist auch nicht die Arena. Das ist die Arena erst recht nicht. Vor allem sieht hier eh alles gleich aus und es ist alles auf dem gleichen Stück. Das ist ja richtig cool. Aber wir suchen weiter die Arena. Aber das ist die Arena. Jetzt haben wir sie gefunden. Das ist der Formularfischer, der da oben fischt die Formulare. Und deswegen heißt das so. Und das sieht richtig toll aus. Ich lasse mich nieder und zeige euch mal was. Grüße gehen raus an Kaiser Kai. Dankeschön an Kaiser Kai. So, wir sitzen jetzt hier am Formularforscher. Der ist nämlich hier hinter uns. Hier sitzt ein Aquana. Das machen wir jetzt, nur um Shenaya zu ärgern. Werfen hier mal einen Ball drauf. Fangen das mal, gucken, ob es drin ist. Es ist nicht drin. Dieses böse Aquana, wir werden den zweiten Ball werfen auf das Aquana. Gucken, ob es jetzt drin ist. Es ist drin, wir bewerten es ganz kurz. Ein Stern meinigen und wir werden es direkt verschicken, wenn die aus der Bewertung wieder rauskommen. So, das war's mit dem Aquana. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Spaß. Das ist jetzt die Arena. Was ich noch sagen wollte, danke an Kaiser Kai, ne, an der Stelle. Wegen dem habe ich nämlich diese befristete Forschung. Die gab es nämlich mit Ticket. Jetzt wollte ich eigentlich eine Folge machen, extra, wie ich diese Forschung mache, die Aufgaben vorlese. Wollte extra vor dem Raid das abfilmen, damit nicht die eine Aufgabe schon fertig ist. Der eine Kollege hat aber Geschenke geöffnet, dann war Aufstieg da zu Hyperfreunde, dann habe ich 50.000 Erfahrungspunkte bekommen und schon war die eine Aufgabe fertig. Hier heißt es nämlich, fang 77 Pokémon, verwende 77 Bären, brüte 7 Eier aus, sammelt 7 Bonbons mit dem Kumpel, entwickelt 7 Pokémon, 7.777 Sternenstaub und 7.777 Erfahrungspunkte, glaube ich. Oder 77.000. Der hat auf jeden Fall Hyperfreunde aufgemacht, obwohl am Sonntag C-Day ist. Den habe ich direkt gelöscht und da ist ja auch eine Aufgabe fertig. Und es ist ja auch nur diese eine Seite. Ich werde das also nur ganz kurz hier mal einblenden. Da gibt es ja auch nur eine Pokémon-Belohnung, nämlich ein Pikachu mit einer Mütze. Alles andere seht ihr ja direkt. Da ist keine Überraschung drin. Wird also kein extra Video kommen. Trotzdem danke an Kaiser Kai für diese Forschung. Danke an Kaiser Kai für das C-Day-Ticket. Und was ich euch noch zeigen wollte, natürlich im Community-Tab, was die Konda sind für die Vögel und wer sich überhaupt eingetragen hat für den Community-Raid. Dafür gehen wir auf YouTube in den Community-Tab. Dann sehen wir hier die Konda-Grafiken. Es gibt eigentlich für jedes von den drei Vögeln nur eins, was ihr nehmen könnt, und zwar Gestein. Wenn wir mal hier drüben schauen, Arktos hat doppelt Schwäche Gestein, dann Zapdos hat eine Gesteinsschwäche und eine Eisschwäche und Lavados hat eine doppelt Gesteinsschwäche. Die sind ja alle drei vom Typ Flug. Arktos ist noch Eis, Zapdos ist noch Elektro und Lavados ist noch Feuer. Aber wenn ihr nicht jedes Mal umswitchen wollt, gerade wenn ihr vor einem Raid steht und wisst nicht, was da rauskommt, nehmt einfach Gestein. Ihr seht hier Gesteinskonda, ihr seht hier Gesteinskonda oder Eis, ihr seht hier Gesteinskonda. Das ist alles im Community-Tab, da sind auch die 100er Werte dabei, wer die braucht. Und hier eben allgemein für alle drei, nehmt Gestein. Wer sich jetzt eingetragen hat für 11.26 Uhr, ich sehe leider hier, das sind nur 3 Kommentare, so wenig hatte ich noch nie.
Yoda, Trainer Sir Ups, Henry Nicky, die drei lade ich ein. Ansonsten machen wir das so vor Ort, wenn keiner weiter dazu kommt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal meine Position wechsle. Warte jetzt die 3 Minuten, bis das aufgeht und hoffe, ich habe nichts vergessen. Außer Grüße an Kaiser Kai und Dankeschön an Kaiser Kai für das Ticket. So, ich war ganz kurz weg, weil ich dachte, vielleicht kann man doch woanders dann den Raid abfilmen. Aber ich werde das hier im Sitzen machen, weil hier ist trotzdem die beste Location, die beste Belichtung. Da hinten ist lauter Grünzeug, da ist Schatten, da ist wie so ein Innenhof. Wir können ja noch kurz rätseln, was drin ist. Es kann ja nur Arktos, Zapdos oder Lavados sein. Ich würde mir Lavados oder Zapdos wünschen, da fehlen mir nämlich noch XL. Arktos war ja erst als Krypto da, damit bin ich fertig. Und weil Zapdos mein Wappentier ist, sage ich, es ist Zapdos und hoffe jetzt, dass er wirklich ein Zapdos rauskommt. Ich könnte noch eine Mega-Entwicklung zünden, fällt mir gerade auf. Eine Mega-Entwicklung vom Typ Flug. Dann sind nämlich, egal welcher Vogel rauskommt, der ist sowieso geboostet und es ist Zapdos. Bin ich nicht gut? Was sagt ihr dazu? Wir gehen kurz mal noch auf Mega 3. Flug. Wir nehmen einfach Tauboga. Eine Mega-Entwicklung von Tauboga, falls ich heute noch einen weiteren Raid mache. Wird natürlich dann auch wieder die Bonbons geboostet und das passt. Wir können also auch direkt rein. Pupsi macht mit von da hinten. Ich drücke hier drauf. Ich gehe hier jetzt auf den Raid. Ich werde spontan auch noch ein paar Leute einladen. Mal gucken, ob noch jemand vielleicht mit reinkommt in die Lobby und würde sagen, go, wir sind jetzt schon 1 Minute zu spät dran, ist aber wurscht, der Bulldog ist drin, wir sind drin, hier habe ich die 3, die ich einladen sollte. So, Yoda, Trainer Sir Ups, Henry, Nicky. Dann machen wir mal noch online, wer gerade online ist, wen wir einladen können. Prinzessin. Und Andy Project nehmen wir mal noch mit. Und hier nehmen wir Skinny, Exkavator, Apfelbaum, Ayaka und Bestzeit. Die meisten davon kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, wer die sind. Bisa Fan Enzo hätte noch unten drunter gestanden. Den kennt man auf jeden Fall. Schauen wir mal, wer alles reinkommt. Oh, Shinaya ist auch am Start. Jetzt weiß ich, wieso sich die meisten tragen sich nicht ein zum Einladen, sind aber trotzdem vor Ort dabei. Das ist auf jeden Fall gut, weil dann sind die Pässe günstiger. Und man kriegt auch mehr XL. Ich habe das ja gestern im Chat erstmal, also im Stream, erfahren. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert bei Arktos oder auch bei Anego, dass du nicht mehr nur fürs Fangen XL bekommst, sondern schon, wenn du den besiegst, kriegst du XL. Selbst wenn du den dann gar nicht fängst, so kriegst du durch den reinen Raid, den du machst, 3 XL garantiert. Und wenn er dann flieht, stehst du nicht ohne was da, sondern hast die 3 garantierten XL. Wenn du ihn fängst, hast du trotzdem nochmal 3, 4, 5 XL zusätzlich. Ich habe bei einem Raid, glaube ich, sogar 8 XL oder so rausbekommen. Das ist schon krass, um die XL zu sammeln. Denn ich möchte, nachdem die Vögel weg sind, vielleicht alle 3 in 100% auf Level 50 ziehen. Heatran ein zweites noch auf 50 ziehen. Das dann aber wieder bei Max Out Monday. Super Sani, Shinaya, Blood and Tears, Trainer Sir Ups, Henry Nicky, Yoda, 4Bro, Jenna, Andy Project, Excavador, Skinny, Prinzessin, Aqua Girl, Ramses, Crystal und Ayaka. Jetzt weiß ich schon, dass Pupsi auch eingeladen hat, nämlich zumindest die Crystal. Die habe ich nämlich nicht eingeladen. Die spooft auch nicht. Die kann nicht reisen, die ist aber bestimmt durch Pupsis Einladung dazugekommen und macht mit uns jetzt den Raid. Also Grüße gehen raus an, na, Kaiser Kai natürlich, weil wen anderes habe ich heute noch nicht gegrüßt und möchte mich nochmal bedanken für das Jubiläumsticket und für das C-Day-Ticket. Da habe ich ja jetzt auch diese neue Regel, nicht nur, dass ich, wenn ich das sehe, einen Screen mache, den in den Fanchat poste, mich bedanke, den nicht nur in den Community-Tab poste, mich bedanke, den nicht nur bei Raid am Mittwoch zeige, mich bedanke, ich zusätzlich auch meinen Buddy jetzt immer umbenenne zu demjenigen, der mir zuletzt ein Ticket gekauft hat. Und der Buddy, der hat dann so lange den Namen, bis es ein anderes Ticket gibt und ein anderer mir ein Ticket kauft. Ich habe das gemacht bei Taiwa Tiso, dann hieß es die ganze Zeit Heigo. Also es war der Fanraid-Account hier vom Fanraid Go AMK, aber nicht mit dem, sondern mit seinem... Oh, er hat wieder einen speziellen Namen gehabt, ne? Und jetzt heißt mein Buddy momentan einfach nur Kaiser Kai. 1981, 1984 haben die hier beide drauf.
Ach so, was natürlich dazu kommt, die Vögel sind schwer zu fangen. Aber eine Sonderregel, die ich jetzt schon ankündigen kann für die nächste Raid Mania, da sind ja auch alle drei Vögel am Start. Ich werde in jedem Stream, den ich bis dahin mache, bis zur Raid Mania ankündigen, dass ich in der nächsten Raid Mania nur Einladungen für Zapdos und Lavados annehme. Wer mir in der Raid Mania eine Arktos-Einladung schickt, den ignoriere ich. Ist nicht böse gemeint, aber wäre für mich Verschwendung komplett. Und das haben wir ja schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, die drei Sachen sind da, ich möchte aber bitte Einladungen nur zu dem einen Ding. Das bringt nochmal ein bisschen Würze mit rein, noch ein bisschen Spice. Und wer aufmerksam zuhört und es verfolgt, der weiß ja Bescheid und der wird sagen, na gut, das sind drei Raids. Ich lade einfach zu dem ein, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das ist also eine Besonderheit für die Raid Mania, die nächste am Mittwoch, dass ich nur für Zapdos oder Lavados annehme, weil ich für die noch XL brauche. Ansonsten wird es eh ein Krampf, die zu fangen. Ihr seht das ja. Der fliegt, der geht hoch, der geht runter, der geht nach links, der geht nach rechts, der greift zwischendurch auch an. Der ist halt zappelig, der heißt auch Zapdos, aber da fand ich Heatran einfach besser. Der saß einfach nur in der Mitte und hat nichts gemacht. Hier weiß ich nicht mal, wie man fabelhaft trifft, auch wenn ich gerade getroffen habe. Hoffe einfach, dass er drin bleibt, damit ich es hinter mir habe. Der auf dem Nudel-Account müsste jetzt eigentlich besser sein. Wir bewerten trotzdem mal, der hat wenigstens 15 Angriff, der hat 3 Sterne, der sieht eigentlich an sich ganz gut aus. 100er ist Zap. 100er ist vorhanden, aber nur auf Level 40. Das heißt, den möchte ich auf Level 50 pushen. Ich würde sagen, habt ihr ein Shiny bekommen in dem Raid-Grad? Habt ihr ein gutes bekommen? Wie gut war eures? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Grüße an Kaiser Kai.